Ich starte den Streaming, dann muss ich hier noch live gehen. Und jetzt, bitteschön. Guten Abend, liebe Zuschauer von Täglich Cheat TV. Mein Name ist Samin, ich komme aus Deutschland, bin eine alte Freundin von Cheat und darf heute den Klaus ansagen. Mit seinem vierten Vortrag, wenn ich richtig bin. Und es geht um die Zeitqualität oder das, was jetzt angesagt ist. Ich begrüße Klaus recht herzlich. Ja, vielen Dank, Samin. Auch herzlich willkommen an den Zuschauern des vierten Teils der spirituellen Geheimnisse unserer Zeit. Es geht um die besondere Qualität der jetzigen Zeit. Das ist auf verschiedenen Weisen zu verstehen. Und zwar auch sieht, dass wir auch bald Ostern haben. Das passt halt auch sehr gut in diesem Jahr jetzt. Denn Ostern ist ja die Auferstehung Jesus. Und das kann auch unsere Auferstehung sein. Das ist eine Symbol, ist auch symbolisch gemeint, diese Auferstehung. Dass man jetzt dieses Geistige wählt. Ich nenne das Seelenbewusstsein. Dass man quasi stirbt von dem Bewusstsein, ich bin nur dieser Körper und habe nur dieses eine Leben. Und dann einen Schritt weiter geht und aufersteht in ein neues Bewusstsein auf Seelenebene. Das ist das, was gerade jetzt zu Ostern auch, woran wir uns wieder erinnern können, dass das jetzt besonders gefördert wird in dieser Zeit. Dieser Aufstieg, dieses Auferstehen. Ja. Das ist so erstmal das Wichtigste, was ich dazu zu sagen habe. Ich weiß ja nicht, Samin, wie das so rüberkommt. Kannst du damit was anfangen? Ja, ich finde deine Worte sehr, sehr schön und benutze nur Ausdrücke, die du gern hast, natürlich. Und wenn du von Gott sprichst, das ist herrlich. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, freue mich natürlich, dass wir in dieser Diamantzeit sind und spüre auch täglich, ja, wie der Aufzug nach oben fährt. Und auch durch die Sendungen hier, jeden Tag klickt es was bei mir an und es gehen wieder neue Fenster, neue Türen auf. Also ich danke dir und freue mich auch, wenn wir jetzt eine Meditation machen. Und ich denke, jeder kann sich aus den Worten herausnehmen, was für ihn stimmt. Und ja, wundervoll. Danke. Ja, schön. Dann können wir das ja so machen, dass wir, also ich habe gar nicht so viel zu sagen dazu. Das war schon das Wichtigste. Wenn da jetzt keine speziellen Fragen aufkommen, scheint ja eigentlich recht einfach verständlich zu sein, was ich damit sagen möchte. Ja, das ist verständlich und nur noch mal so für dein Verständnis. Ich habe heute eine Meditation gehabt und da ging es darum, dass der goldene Engel spricht und dann heißt es, es war gerade mein Prozess, auch darum hatte ich Halsschmerzen, Samin spricht. Also, weil der goldene Engel, habe ich so wahrgenommen, ist ein Teil von mir oder ich bin ein Teil von Gott. So spricht Gott durch dich, ja, danke. Ja, das kann passieren. Ja. Ja, dann würde ich gerne nochmal das andere Bild, Jeet, zur Meditation wieder heranziehen. Hörst du mich? Ja. So, schon da. Und da? Ja, da haben wir wieder die drei Welten. Die sind halt ganz wichtig, auch für diesen Aufstieg
auch dass wir den Lift benutzen dort hoch. Also in der Bibel heißt es Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das stellt auch diese drei Welten dar. Auf der Erde, in der physischen Welt, hat der Sohn gewirkt. Und der Vater lebt ganz oben in dieser roten oder außen herum in der roten Seelenwelt. Und der Heilige Geist, der wirkt in dieser Engelswelt. Das können wir später nochmal in einer anderen Sendung erläutern, was das genau ist, der Heilige Geist. Jedenfalls ist diese Engelswelt auch für uns ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Lichtkörper heilen und auch anfüllen mit Energie. Deshalb würde ich da gerne wieder heute mit euch hingehen. Ganz oben der Vater, da können wir halt unsere Erbschaft nehmen, haben wir auch schon in einigen Meditationen gemacht, ist voll mit Kraft angefüllt, mit Energie. Und jetzt machen wir heute mal wieder eine Reise in die Engelswelt. Dann können wir jetzt beginnen. Setzt euch bequem hin und beginnt zu entspannen. Und atmet ruhig und gleichmäßig ein und aus. Konzentriere dich ganz auf dich selbst. Alle anderen Gedanken rücken in den Hintergrund und verschwinden am Horizont. Nur du bist jetzt wichtig. Mache dir bewusst, dass du eine Seele bist mit einem physischen Körper und einem Lichtkörper. Und kleide dich jetzt in deinen Lichtkörper. Spüre, dass dieser Körper aus Licht ist und ganz leicht, dass du in der Lage bist, in diesem Körper zu fliegen. Wir werden jetzt gemeinsam in die Engelswelt fliegen. In diesem Lichtkostüm. Spüre, wie angenehm es ist, in diesem Kostüm zu fliegen. Und jetzt siehst du ein goldenes Tor, dessen Türen für dich geöffnet sind. Und du fliegst hindurch und findest dich wieder in einem wunderschönen Garten mit traumhaft schönen Farben. Du fliegst weiter über die Landschaft und siehst Berge und Seen. Alles aus Licht. Und du spürst, wie die Sonne scheint und dich wärmt. Jetzt möchtest du diese Erde betreten, die aus Licht ist. Es fühlt sich an,
ein wenig wie Schwerelosigkeit. Doch trotzdem spürst du den Boden unter deinen Füßen. Ganz sanft und zart. Du beginnst durch den Garten zu wandeln, schaust dir die Blumen an und die Tiere, die dort leben. Und entdeckst wieder den Wasserfall, den du schon kennst. Und stellst dich wieder unter den Wasserfall aus Licht, um dich zunächst einmal vollkommen zu reinigen. Du spürst, wie alles, was nicht mehr zu dir gehört, was nicht dienlich mehr ist, von dir abgewaschen wird. Du spürst, wie du noch leichter wärst und reingewaschen wärst. Und hast das Gefühl, dass es jetzt genug ist, dass du jetzt wieder in den Garten gehst, dich von der Sonne trocknen lässt und entdeckst einen wunderschönen Palast. Den möchtest du gerne einmal kennenlernen. Du trittst ein in den Palast und siehst dort 12 Engel stehen. Und am Ende sitzt der Heilige Geist. Er sagt dir, dass diese 12 Engel dir einen besonderen Nektar zu trinken geben werden. Jeder Engel hat einen einzigartigen Nektar für deine Heilung aus Licht. Und jeder Engel hat einen Nektar in einer anderen Farbe. Und die 12 Engel stehen bereit, dir diesen Nektar darzureichen, damit du ihn trinken kannst. Du gehst zum ersten Engel und nimmst den Nektar zu dir und spürst, wie diese Flüssigkeit in jede deiner Zellen vordringt, wie eine Heilung von innen geschieht. Und du nimmst auch wahr, welche Farbe dieser Nektar hat. Und dann gehst du zum zweiten Engel
und führst das gleiche Prozedere durch. Und auch hier spürst du die Farbe und spürst, wie der Nektar dich von innen reinigt und heilt. Jede einzelne Körperzelle wird mit neuer Energie versorgt. Ich lasse dich jetzt etwas alleine. Du hast die Möglichkeit, von allen 12 Engeln, also von den 10 weiteren Engeln, diese Flüssigkeit jetzt zu trinken, diesen sehr besonderen Nektar. Auch die Geschmäcker sind etwas verschieden. Aber spüre, wie jede Körperzelle durch diesen Nektar energetisiert wird. Wenn du von den ersten 6 Engeln den Nektar getrunken hast, dann gehe rüber auf die andere Seite. Dort stehen auch 6 Engel, die dir den Nektar reichen. Nehme wahr, wie es deinem Körper, also erstmal deinem Lichtkörper, aber auch deinem physischen Körper gut tut, diesen Nektar aufzunehmen. Und dann, wenn du die 12 Nektare getrunken hast, bedanke dich bei den Engeln und auch beim Heiligen Geist. Und gehe wieder zurück in den Garten. Suche dir ein schönes Plätzchen und genieße die Lichtsonne, die dort scheint. Denn auch sie wird deinem Körper neue Energie geben. Spüre diese Sonne in jeder einzelnen Zelle deines Lichtkörpers. Lasse dich von ihr wärmen. Und durch ihr Licht energetisieren.
Du kannst hier in der subtilen Welt vollkommen entspannen. Es gibt nichts, was irgendeine Gefahr darstellt. Du bist in vollkommener Sicherheit. Genieße es und tanke auf. Nehme die Energie der Sonne auf. Und lasse deinen Körper, deinen Lichtkörper durchleuchten von der Sonne. Und wenn du magst, beginne zu tanzen oder dich wieder zu bewegen, während du trotzdem weiterhin die Sonne auftankst, das Sonnenlicht. Oder pflücke Blumen, spiele mit den Tieren dort, was immer du gerne machen möchtest. Und nun hebe wieder ab in deinem Lichtkörper und beginne zu fliegen. Fliege über die Landschaften, auch über die Meere, die es dort gibt. Schaue dir die Strände an, die Wälder, die Berge und Seen. Wie schön und unbeschwert diese Welt aus Licht doch ist. Dann begebe dich wieder auf den Heimweg durch das goldene Tor zurück in die physische Welt, in der es Raum und Zeit gibt. Komme zurück in das Zimmer, in dem du sitzt. Und auch in den Körper, den du zurzeit bewohnst. Nehme dir dafür die Zeit, die du jetzt benötigst.
Wann immer du magst, besuche die subtile Region aus Licht und fülle dich an mit Ruhe und Entspannung in den Gärten dieser Engelsregion. Entdecke dort wieder deine kindliche Abenteuerlust und deine Schöpferkraft. Und jetzt umhülle deinen Körper mit dem höchsten, ewiglichen, göttlichen Licht als Schutz in dieser körperlichen Welt. Und spüre den Boden unter deinen Füßen. Nehme Kontakt auf mit Mutter Erde. Spüre wieder den Energiefluss zwischen Mutter Erde und dir. Und wenn du dann vollkommen wieder hier angekommen bist, im Hier und Jetzt, dann öffne die Augen, falls du sie geschlossen hattest. Vielleicht magst du dich recken oder strecken, um dich wieder, um den Körper noch stärker zu fühlen. Und heiße dich selbst willkommen im Hier und Jetzt. Ich bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ja, Samin, bist du noch da? Oder schon wieder? Ich bin da und ich bin überglücklich und sehr bewegt, auch von deiner Präsenz in der Meditation. Ja, bei mir hat stark ein Organ resoniert, also unter der Dusche, als es unter dem Wasserfall, als es in die Heilung ging, hat meine Leber reagiert. Ich kenne diesen Ort sehr gut und ich liebe diesen Ort und den kann man ja auch wunderschön ausbauen. Und ja, einfach wunderschön. Ich danke dir von Herzen. Gerne. Ja, von meiner Seite gibt es jetzt im Augenblick gar nicht mehr viel zu sagen. Es war halt eine kürzere Sendung. Hast du doch was anzumerken? Du machst ja auch bald eine Sendung, am Donnerstag wahrscheinlich. Ne? Möchtest du die schon mal ankündigen? Ja, ich hatte heute schöne Erkenntnisse. Ja, durch all das, was hier in den Sendungen bei GTV angetriggert wird. Und ich wollte darüber sprechen, wie machtvoll unsere Sprache ist, wie achtsam wir mit der Sprache umgehen sollten, wie unterstützend, aber auch wie zerstörend sie sein kann. Das wäre mein Thema. Ja,
dass wir einfach in diese Ermächtigung kommen, über Sprache in die Macht zu kommen und auch achtsam werden, was passiert, wenn ich in der Negation, möchte ich gar nicht sagen, sondern in dem Schwächenden spreche. Ja, das ist, die Sprache ist so wichtig. Also ich merke, dass auch viele, Entschuldigung, dass ich hier noch was mache, ich habe Jeet noch mal was geschickt. Jeet, ich habe dir noch mal ein Bild geschickt. Ja. Könntest du das auch noch mal einstellen? Das fällt mir jetzt gerade ein. Aber ich wollte schon noch mal auf die Sprache eingehen. Ich finde das auch sehr, also wenn man Politiker oder Ärzte auch hört, teilweise hat die Sprache wenig Inhalt, finde ich. Da ist nicht mehr, ja, also man versteht das auch gar nicht, es sind viele Fremdworte. Und wenn man wirklich mit der Seele spricht und dem Wort, das man gibt, auch Inhalt gibt, sodass auch der andere irgendwie die Schwingung auch mitspüren kann und alles, das ist halt das, was ich übe. Das finde ich wichtig. Die Sprache ist so wertvoll und man braucht manchmal gar nicht so viele Worte, um etwas auszusagen. Wenn man die richtigen oder wenn man Worte wählt, die irgendwie ja, die Inhalt haben. Wenn man ganzheitlich spricht, so würde ich es mal nennen. Mhm. So verstehe ich dich auch, Samin, dass du das so ähnlich meinst. Ne? Ja. Ja, ist das Bild? Viele Menschen sprechen negativ auch über sich selbst. Mhm. Es ist noch nicht allen bewusst, was sie sich damit antun. Ja. Herauszutreten und zu sagen, stopp. Also auch wenn man so mit Freunden und über andere, so sich bewusst machen, was man da loslässt, was man da lostritt. Ja, darum geht es. Ja. Bild ist da, ne? Klaus, Bild ist eingeblendet. Bild ist schon da, seht ihr alle. Dann muss ich das mal selbst rausholen hier. Oder ich kann es auf dem Handy eigentlich auch sehen. Das zeigt auch nochmal diese Jahreszeiten. Das ist ja alles heutzutage ein bisschen verfälscht. Oder sehr verfälscht. Denn im Grunde genommen gibt es eine ganz klare Regelmäßigkeit. Und zwar... Der Vollmond, das Wort Monat steht eigentlich für Mond. Also das hat eine Verbindung zum Mond. Mhm. Und wenn der Monat 28 Tage lang wäre, wie es früher mal gewesen ist, dann hätten wir auch genau diese 13 Monate. Dann hätten wir 3 Frühlingsmonate, 3 Sommermonate, 3 Herbstmonate und 3 Wintermonate. Und der 13. Monat wäre genau nochmal 28 Tage. Und das wäre genau wieder dieser Diamantene, der dann wieder zum nächsten Frühjahr führt. Also das wäre eigentlich die Regelmäßigkeit, die durchaus vorhanden ist in unserer Jahreszeit. Aber sie ist halt verborgen und niemand, oder ist mit Absicht natürlich gemacht, dass wir da nicht mehr durchblicken. Die Zahl 13 ist nämlich eine sehr heilige Zahl. Die wird ja verteufelt aufgrund dessen, denn 13, auch bei Jesus ist es so, 12 Jünger und die 13. Person ist Jesus. Und so finden wir viele Anekdoten, wo die 13 sehr heilig ist und nicht, wie sie bei uns verteufelt wird. Also es ist eigentlich eine Glückszahl. Und das soll natürlich abgeschwächt werden von der Dunkelseite, deswegen verteufeln sie die 13. Ist aber genau andersrum. Das wollte ich halt nochmal erwähnen. Und so ist es auch im Tagesablauf, gibt es auch diese diamantene Zeit. Das ist halt die Morgendämmerung, wenn die Sonne aufgeht. Und wenn man die nutzt, auch für Meditation oder Ähnliches, dann ist das für den ganzen Tag sehr besonders, weil man da morgens schon aufwachen kann, sich das vielleicht sogar angewöhnt, kann man dort sehr, sehr viel Kraft tanken. Das ist die spezielle Lift-Zeit sozusagen, in der Gott uns da diese besondere Kraft gibt.
Ja, Das ist das kann also. ich sehr bestätigen. Ich liege zwar noch im Bett zu dieser Uhrzeit, aber ich wache immer auf und die Schleier sind so dünn. So ähnlich wie wir es symbolisch in den Rauhnächten haben, wo wir sagen, die Schleier sind so dünn. Vielleicht ist es ein bisschen angelegt an diese Zeit, an diesen 13. Monat. Dann hat man einfach noch eine viel klarere Wahrnehmung. Ja, Ja. Dankeschön. Gut, dann würde ich das Ja, für heute Dankeschön, schließen. Klaus. Dankeschön, Samin. Wunderbar. Auch wenn ich Chinese wäre, weil du das mit deinem ganzen Körper resonierst, würde ich dann in Meditation gehen. Ich folge, also dadurch, dass ich tausende von Interviews gemacht habe, ich folge nicht immer die Worte. Es ist meine Haltung, sondern spüre ich einfach die Energien und die Schwingungen. Und deswegen alles, was ihr gesagt habt, ist mit dem Körper verbunden und Chinesen können das auch genießen. Nochmal vielleicht die Einladung, danke an alle, die geschrieben haben. Anja, danke. Und dass diese Sendung in eure Facebook teilen und in den Gruppen, wo ihr seid. Ne, also diese Hilfe brauchen wir. Für die italienische Sendung gibt es immer, jetzt ist abgegangen wie eine Rakete, hier ist noch nicht so verteilt. Ne? Das heißt, in Gruppen, in euer Account teilen und jeder, der zuschaut, auch wenn es euch, ja, wenn ihr das mitfühlt, einfach das auch mitteilen und die Seite abonnieren, dann bekommt ihr immer, sobald wir live sind, eine Mitteilung von Facebook. Dann, wir wollen jetzt, sind einige noch, die auf Sendung wollen. Wir wollen das ein bisschen automatisieren, dass wir um 7 eine Sendung machen. Es ist möglich dann um 8, wenn jemand nur um 8 kann, oder um 9, so dass mehr Leute zeitungebundener sind und selbst dann auch auf Sendung gehen können. Ne? Okay. Ja, Dankeschön und bis morgen. Ne? Ja, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und die Energie erhöht haben.